Wir haben jetzt 22 Charisma, also wir sind der wahrscheinlich tollste Anführer der Welt jetzt. Ich glaube, uns würden sogar jetzt Orks in die Schlacht folgen. Ja, das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber trotzdem, Talisa hat jetzt so viel Charisma, ey. Und wie ich ja sagte, Charisma ist nicht unbedingt nur die Schönheit, wobei es wahrscheinlich der Nymphenumhang dafür sorgt, dass die Leute einen schön finden. Aber es ist auch die Ausstrahlung, dass man ein guter Anführer ist und mit Leuten gut umgehen kann. So, jetzt geht es erstmal hier wieder hin. Ganz kurz, weil wir wollen jetzt nichts leichter als das. Eins nach oben und landen direkt vor der Villa. Beinahe unter meiner Würde. Die wir noch nicht untersucht haben. So, wir wissen allerdings, offen ist sie, okay. Wir wissen allerdings, dass da drin ziemlich viel Zeug rumwuselt. Deswegen treffen wir ein paar Vorbereitungen. Wie göttliche Macht. Ihr habt eine Aufgabe. Du könntest einen Segen sprechen. Du wirkst eine Kugel der Unverwundbarkeit. Du sprichst ein Gebet. Oh, die ist gar nicht betroffen von der, von den Zaubern. Dünner hier, das ist schlecht. Hast haben wir. Ah, ich habe vergessen, Hast freizuschalten. Okay, das wird auch hoffentlich so gehen. So, verschwimmen. Dann löschen wir einmal einen Magiebann und packen Hast dafür rein. Ja. Das wird hoffentlich auch so gehen. So. Nichts leichter als das. So. Gut. Jetzt ziehen wir uns hoffentlich in eine Ecke zurück. Und müssen alles töten. Okay, Khalid kriegt ordentlich auf die Nase. Das ist nicht so toll. Okay, ein unsichtbarer Pirscher ist schon mal weg. Und da hat der Segen von Yahira nachgelassen. Okay, der zweite unsichtbare Pirscher ist weg. So. Jetzt müssen die behelmten Alpen. Der muss der behelmte Alp weg. Gut, der ist tot. Jetzt muss der da noch. Müssen die Schicksalswachen noch weg. Okay, das war der letzte Zauber, den wir hatten. Den Moment, du kannst ruhig weiter drauf schießen. Ja, sehr schön. So, Blitz, brennen wir es mal von die Schicksalswache mal von hinten ein bisschen an. Rettungswurf gegen Zauber, nicht sehr gut. Wenn niemand besser geeignet ist. Khalid, du kannst ruhig mithelfen. Ihr habt jetzt schon erledigt. Moment mal, könnten wir dich lähmen? Zu spät. Okay. Gut. Wir haben das alles getötet. Und ich habe vergessen, das ganze Zeug zu verkaufen. Vor lauter Nymphenumhang. Das heißt, wir werden nochmal zu dem zurückkehren müssen. Nachdem wir uns in dieser Villa umgeschaut haben. Oh, den Ragehorst Villa. Aber jetzt erst einmal der große Moment. Wir sind jetzt Stufe 6, Stufe 6 und haben unser Level up. Das heißt, wir bekommen, hey, unsere Punkte wieder zurück. 4 Punkte in stumpfe Waffen und alles andere ist gut. Das heißt, wir sind jetzt Kämpfer-Kleriker. Müssten dementsprechend ja wohl auch wieder unsere Heldentränke benutzen können. Wir haben jetzt ein ETV von 7. Sehr schön. Und ich glaube, wir haben auch Erfahrung, Lebenspunkte endlich mal wieder gekriegt.
Das Ganze können wir noch mal kurz nachgucken. Das will ich jetzt nämlich genau wissen. Ich habe ja extra ein Quicksave gemacht. 84, eine Stufe höher, 94, ganze 10 Lebenspunkte. Einverstanden. Sehr schön. Wir haben jetzt wieder, jetzt haben wir endlich auch einen guten ETW. Und du kannst den Heldentrank bei dir einparken. Na, für den Feuerodem finden wir irgendeinen Verwendungszweck. Gut. Ja? Gut. Das heißt, sie hat endlich wieder ihre Kämpferfähigkeiten zurück nach all der langen Zeit. Wir können uns hier in Ruhe umschauen. Können wir nicht. Da ist noch ein behelmter Alp, der Wachen gerufen hat. Ich glaub's nicht. War gut. Okay. Garstig. Sehr garstig sogar. Ja. Für die Gefallenen. So, der ist aber relativ schnell gestorben, muss ich ehrlich sagen. Okay. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Darf ich mich jetzt in Ruhe umsehen? Hallo? Oh, hier lebt jemand, wohnt jemand. Dekodin. Ihr wart zu schlau, an meine Wächter zu umgehen. Ihr solltet eigentlich wütend auf euch sein, aber ehrlich gesagt suche ich schon länger ein paar erfahrene Abenteuer. Daher frage ich euch also, wollt ihr mir lieber bei einer Aufgabe helfen oder sterben? Droht uns ja nicht, Magier, wir sind schon mächtigeren als euch fertig geworden. Wir wollen sterben. Was sollen wir für euch tun? Also, ich heiße Dekodin, ich kann nur raten, glaube aber, dass ihr Talisa seid. Ja. Der Abenteurer, die in letzter Zeit so viel Ärger gemacht hat. Und wenn sie uns jetzt vorgestellt haben, lasst uns mal als Geschäftliche denken. Meine Aufgabe ist sehr leicht. Vor ein paar Jahren wurde eine Bande von Söldnern petrifiziert, als sie in das Haus von Ramazid einbrechen wollten. Schon wieder Ramazid? Weil sich hier jemand nicht so gut ausdrücken kann, petrifiziert heißt versteinert. Wie dem auch sei, einer dieser Abenteurer hatte einen Gegenstand der Macht bei sich, den Helm von Baldurian. Wedgehurst wusste das zu der Zeit nicht und hat ihre Körper einfach an einen Kunstsammler mitten im Baldurstor verkauft. Wedgehurst oder Ramazid jetzt? Oder waren beide da noch Freunde, als er sie alle versteinert hatte? Sie sollen jetzt für mich die Statuen finden, sie wieder in Fleisch und Blut verwandeln und ihnen die Gegenstände abnehmen. Wie viel zahlt ihr für diesen Dienst? Ihr werdet für diesen Dienst 5000 Goldmünzen entlohnt. Das ist eine fürstliche Belohnung, deswegen lasse ich mich auch nichts aufs Falschen ein. Und wie verwandeln wir sie in von Stein zu Fleisch zu Blut? Im Grunde ganz einfach. Ich gebe euch diese 6 Schriftrollen hier mit der Formel Stein zu Fleisch. Die werdet ihr auf die Statue haben, wenn ihr sie findet. Unser Anwesen befindet sich westlich vom Jahrmarkt in der Stadtmitte. Viel Glück und versucht ja nicht, mich zu betrügen. Das wäre nicht gut für eure Gesundheit. Ja. Okay, wir haben 6 Steine zu Fleisch gekriegt. Und die Statuen haben wir ja auch schon mal gesehen. Da hat Imoen ein bisschen Gänsehaut bekommen. Was wollt ihr? Gut. Gut. Deswegen. Nö, erst einmal geben wir noch mal ein Enter Silberschilds Anwesen, in der Hoffnung, dass wir dort nicht verprügelt werden. Weil vielleicht können wir uns an den Wachen vorbeischleichen oder vorbeireden. Jedenfalls Imoen. Ihr solltet das irgendwie hoffentlich hinkriegen. Du bist ja ein komischer. Und vielleicht die Wachen sogar etwas weglocken, dass wir dort klauen können. So, das Anwesen von Enta Silberschild. War gut. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Okay, hier stehen schon mal überall Diener rum.
Das heißt, wir können hier nicht so einfach plündern. Ich hätte zur Armee. Da ist eine Wache. Gibt's hier oben was Interessantes, was wir plündern könnten? Oh, vielleicht. Mal sehen. Erstmal locken wir die Wache aus dem Zimmer raus, hoffe ich mal. Oder auch nicht. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Nein, konnten wir nicht. Wir haben etwas Geschäftliches mit der Taseba-Schütze zu besprechen. In Ordnung, ich halte euch nicht mehr auf. Okay, die konnten wir schon mal austricksen, die Wache. Jetzt können wir wenigstens das Obergeschoss uns anschauen. Hier lang, nicht zu fassen. Wer bist du? Entschuldigung, aber ich kenne niemanden von euch. Vielleicht könntet ihr mir erzählen, was ihr in meinem Zimmer zu suchen habt. Verzeiht, wir sind wohl etwas zu weit herumgewandert. Wir haben geschäftlich mit Inter zu tun. Wir sind erst aus Tiefwasser aufgekommen. Dürfen wir fragen, wer ihr seid? Wir gehören der flammenden Faust an. Wir glauben, dass Inter in Gefahr ist und wurden von den anderen großherzigen Heger gesandt, um für seine Sicherheit zu sorgen. Wir sind Spitzbuben und wollen euch ausrauben. Nein, nehmen wir das Erste. Bleiben wir bei der Story. Ich bin Brilla, Inter Silberschilds Frau. Verlasst sofort mein Zimmer, sonst erzähle ich meinem Gatten, wie indiskret ihr gewesen seid. Ja, das wollten wir auch gar nicht. Wir wollten hier nicht rumschnüffeln. Okay. Das hier scheint die Küche zu sein. Koch? Das ist aber merkwürdig. Er hat gar keine Gäste angekündigt. Ich habe nur für drei gedeckt. Ich schätze, ich werde wohl umarrangieren müssen. Keine Angst, ihr werdet ein Festmahl serviert bekommen, dass ihr nicht so schnell vergesst. Okay. Auch nicht schlecht. Du siehst wie eine Diebin aus, eigentlich. Hast du was Nettes im Zimmer? Ja, hast du. Und man hat mich bemerkt. Mist. Denn ich verschwinde jetzt. Kann ich euch helfen? Kann ich mit dir sprechen? Ja. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Wir sind gekommen, um euch auf den Kanal des abscheulichen Pfades zu befreien. Nein. Wenn ihr euch daran erinnert, wir haben im Mantelwald jemanden getroffen, der sie entführen wollte. Wir sind gekommen, um euch zu töten. Wir sind gekommen, euer Anwesen auszurauben. Hier für unser Anwesen wird angegriffen. Oh, Wächter. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Oh. Ich hab genug davon. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Und der merkt gar nicht mal was. Wir sind geschäftlich hier. Denn ich verschwinde jetzt. Okay. Wenigstens haben wir den so weit wie möglich vom Zimmer weg, in diesem Zimmer weglocken können. Sieht er uns, wie wir diese Truhe? Ja, Mist, der sieht uns, oder? Ja. Das ist blöd. Ich dachte, wir hätten den jetzt so weit weggelockt. Ah, wenigstens die Truhe dürfte er nicht sehen, wie wir die knacken. Nein, das sieht er auch. Ich diene der flammenden Faust. Mist. Okay, das heißt, Enter Silberschilds Haus war ein Griff ins Fettnäpfchen. Außer wir stellen uns etwas geschickter an. Genau. Denn ich verschwinde jetzt. Ach Mist, die... Wow. Die haben mich gesehen. Ah. Ich diene der flammenden Faust. Nein. Khalid, mein Liebster. Nur ein Seemann könnte diese Zunge entknoten. Hey, wir kriegen mal sowas Geskriptetes. Khalid, mein Liebster, nur ein Seemann könnte diese Zunge entknoten. Bitte, Shahira, ihr müsst nicht so... Unerträglich? Ja, genau das ist es. Die haben sich lieb.
Wenn ich jetzt hier knacke, nein, das sieht der da oben. Leider. Mist. Okay, dann verlassen wir Intasira Shits Haus mit leeren Händen. Beinahe unter meiner Würde. Schade darum. Wir hätten die eine, seine Tochter nicht ansprechen sollen. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja. Wir haben keinerlei Heilzauber mehr. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Also denke ich mal, bevor wir uns aufmachen, den... Obwohl, wir können die entsteinern. Die werden uns ja hoffentlich nicht angreifen. Aber ob sie uns freiwillig den Helm rausrücken, das ist wiederum die andere Sache. Vielleicht werden sie uns dankbar sein dafür, dass wir sie entsteinert haben. Die sind nämlich hier irgendwo. Ja, genau hier gleich um die Ecke. Beinahe unter meiner Würde. War Felonius Gists Herrenhaus.